Bei 350.000 türkischstämmigen Einwohnern im Ruhrgebiet allerdings auch kein Wunder, dass die Hälfte der Zuschauer die Gäste anfeuert. Für Tolgay Arslan ein merkwürdiges Schauspiel. Der Mittelfeldspieler des HSV besitzt beide Pässe, hat sich aber für die deutsche U21 von Trainer Rainer Adrian entschieden. Wie in der A-Nationalmannschaft einige absagen, die Chance für ganz neue Talente, sich für die EM im kommenden Jahr zu empfehlen. Wie zum Beispiel für den Dortmunder Hornschuh. Dessen Flanke erreicht Polter, er schon eine feste Größe in der U21. Bei den Türken ist Çalhanoğlu vom Karlsruher SC im Kader, allerdings nicht in der Startelf. Aber auch so hat die völlig neu formierte deutsche Abwehr ihre Probleme mit den schnellen Gästen. Baumann vom SC Freiburg bügelt sehenswert aus. Trainer Adrian sieht hinten einige Lücken, aber vorn auch viel, viel Engagement. Vor allem vom Neuling, von Tolgay Arslan. Zweikampfstark gegen Şeker, dann gutes Auge und präziser Pass für Sobich. 1-0 Führung, 20. Minute durch den Innenverteidiger aus Fürth. Vor der Saison Arslan bestenfalls als Ersatz beim HSV gehandelt. Mittlerweile Stammkraft und dieses Selbstvertrauen zeigt er bei seinem U21-Debüt. Auch nach der Führung Arslan der auffälligste deutsche Spieler. Sofort in der Chefrolle. Dann Volland aus Hoffenheim, aber ungefährlich, 1-0 nach 45 Minuten. Die Bundesliga hat heute Pause, aber Schmadtke, Klopp und Zorc sind immer im Dienst. Zweite Hälfte, Hornschuh weiter sehr offensiv, sucht Leitner. Klubkamerad beim BVB, nochmal das Gleiche und das ist knapp. Nach einer Stunde ist der Einstand von Tolgay Arslan beendet. Gute Empfehlung für weitere Aufgaben. Viele Wechsel in der Folge, das Spiel dadurch zerfahren. Aber dann Ostrzolik vom FC Augsburg, scharfer Ball, Polter kommt nicht ran und verhindert dann die Vorentscheidung. Hermann, einer von 5 Einwechselspielern, nimmt's gelassen. Einfach nur Pech für den deutschen Nachwuchs. Kurz vor Schluss bekommt es die deutsche Mannschaft dann doch noch mit Hakan Çalhanoğlu vom KSC zu tun. Und der ist zunächst auch gleich der auffälligste Mann bei den Türken. Dann die 3. Minute der Nachspielzeit. Die Türken mit dem letzten Angriff der Partie. Da ist Nurettin Kayaoğlu, der Ausgleich und die Freude eines 20-Jährigen, der in Duisburg geboren ist, sich fußballerisch aber anders als Arslan für die Türkei entschieden hat. Ein später Gegentreffer, der vor allem Trainer Adrian ärgert. Dennoch, die U21 beendet das Jahr 2012 ungeschlagen und blickt zuversichtlich ins EM-Jahr.